Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich lese hier gerade in dem Buch von Neville Goddard, Awakened Imagination and the Search, im ersten Kapitel. Das heißt, Who is your imagination? Und wir wissen ja, dass Neville Goddard ganz klar sagt, deine Vorstellungskraft, your imagination, ist die Schöpfung, ist das, was er schafft, ist Gott. Und hier in diesem Buch möchte ich mit euch das ganz kurz noch anschauen. I know of no greater and truer definition of the imagination than that of Blake. Blake ist der Autor. By imagination we have the power to be anything we desire to be. Und das ist genau das. Wir brauchen keinen äußeren Erlaubnisgeber. Wir brauchen nichts, das uns sagt, du darfst oder du kannst, weil, sondern wir können, weil wir die Kraft der Vorstellung haben und weil wir uns vorstellen können, wer wir sein können, können wir sein, wer wir wollen. Einer meiner wichtigsten Sätze und Videos auch heute auf YouTube ist wieder Your Identity is your reality. Deine Identität ist deine Realität. Es ist so wichtig, dass uns das so tief reingeht, dass wir bedingungslos denken können, weil wir brauchen nichts zu erfüllen, um unsere Vorstellungskraft zu aktivieren. Through imagination we disarm and transform the violence of the world, our most intimate as well as our most casual relationships become imaginative as we awaken to the mystery hid from ages that Christ in us is our imagination. Und genau um das geht es, dass wir keine Angst mehr haben müssen vor anderen Leuten oder vor der Brutalität der Welt da draußen, sondern wir dürfen uns zurückziehen und eine andere Welt, eine andere Vorstellung generieren. Und Christ steht ja dafür, für Divine Design, für höchstes göttliches, liebendes Design in unserer Vorstellungskraft. Unsere Vorstellungskraft kommt aus der Liebe, aus dem Besten, aus dem Schönsten heraus und eben nicht aus dem grausamen, brutalen, was die Welt uns da draußen zeigt. We then realize that only as we live by imagination can we truly be said to live at all. Und das ist genau das, wenn wir das erkennen, wenn uns das so klar wird, dass das die einzige Ursache unseres Lebens oder das, was wir durchleben, in unserer Vorstellungskraft entstanden ist. I want this book to be the simplest, clearest, frankest work. I have the power to make it. That I may encourage you to function imaginatively. That you may open your immortal eyes inwards into the world of thought, where you behold every desire of your heart as ripe grain. White already to harvest. Also, dass wir erkennen, wenn wir unsere unsterblichen Augen nach innen wenden, dann sehen wir, dass unser Wunsch schon fertig ist, dass er schon reif ist, dass da nichts mehr reifen muss, sondern dass alles direkt fertig ist, um es zu ernten. Und das ist eben auch ein ganz, ganz anderer Ansatz, den wir brauchen. Wir müssen Zeit rausnehmen. Wir brauchen keine Zeit, um etwas reifen zu lassen, wenn wir in unsere innere Vorstellungskraft, in die Welt der Gedanken eintreten und erkennen, es ist ja schon da, es ist ja schon da. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Das heißt, hier, ich bin hier als die Vorstellung, dass du dein absolut abundant life jetzt schon hast.